In diesem Video zeigen wir Ihnen alles Wissenswerte zu Ihrem neuen Ford Focus. Bedienung für das Navigationssystem sowie für den Touchscreen finden Sie in einem separaten Video. Los geht's mit dem Schlüssel. Sie haben folgende drei Funktionen: das Öffnen sowie das Schliessen vom Fahrzeug und mit zweimaligem Betätigen das Öffnen von der Heckklappe. Beim Schliessen vom Fahrzeug klappen sich die Spiegel automatisch an und beim Öffnen automatisch aus. Im Schlüssel integriert ist Ihr Notschlüssel. Drücken Sie auf der Seite gleichzeitig beide Entriegelungen, lösen Sie die Kappen ab und Sie finden Ihren Notschlüssel. Das erste Mal Platz nehmen im Fahrzeug. Jetzt geht es darum, den Sitz korrekt einzustellen. Mit dem Hebel unter dem Sitzkissen kann man den Sitz vor- und zurück verstellen. Auf der Seite finden wir den Hebel für die Sitzhöhe. Hinten dran ist das Wählrad, um die Sitzlehne vor- und zurück zu verstellen. Und vorne am Steuerkreuz kann man die Lordosenstützen einstellen. Ist der Sitz eingestellt, folgt das Lenkrad. Zum Lenkrad einstellen, Feststellung lösen, das Lenkrad auf die gewünschte Position verstellen und wieder festziehen. Beim Licht haben wir folgende Einstellungen: das Standlicht, Abblendlicht oder die Lichtautomatik. Sollte Ihr Fahrzeug mal schwer beladen sein, so können Sie über den Drehregler in der Mitte die Lichthöhe verstellen. Rechts neben dem Lichtregler haben Sie die Möglichkeit, die Helligkeit des Anzeigeinstruments zu verändern. Links in der Tür haben Sie die Möglichkeit, den Spiegel einstellen, den gewünschten Spiegel auswählen und in die richtige Position bringen. Mit dem Knopf unten links können auch während der Fahrt die Spiegel angeklappt werden. Nachdem wir uns fertig eingerichtet haben, kümmern wir uns jetzt um die Bedienmöglichkeiten. Das Fahrzeug wird gestartet, indem man die Bremse betätigt und gleichzeitig den Start-Stopp-Knopf drückt. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn der Schlüssel sich im Fahrzeug befindet. Jetzt, wo das Fahrzeug läuft, kann ein Gang gewählt werden. Rückwärts geht es mit dem R, N steht für neutral und D für Drive, Vorwärtsgang. Manuelle Funktion kann über den Druckknopf M gewählt werden. Sobald der Rückwärtsgang eingeleitet ist, stellt der Bildschirm in der Mitte auf die Rückfahrkamera um. Ebenfalls aktiv sind jetzt Parkdistanzsensoren vorne sowie hinten. Bei der Rückwärtskamera können Sie auf die Weitwinkelfunktion wechseln. So sehen Sie von der Seite herannahende Fahrzeuge sowie Personen bereits früher und besser. Ebenfalls nutzen können Sie die Zoom-Funktion, sodass Sie näher hinter dem Fahrzeug stehende Objekte und Hindernisse besser sehen. Direkt unter dem Wählrad für Gang findet man die Betätigung von der Feststellbremse oder Parkbremse sowie die Betätigung vom Autohold von der automatischen Anfahrtshilfe. Links auf dem Lenkrad haben wir die Möglichkeit, den Radio lauter zu stellen, leiser zu machen oder ganz auf Stumm zu stellen. An der gleichen Stelle bedienen wir unseren Tempomat. Wir stellen ihn ein, wählen die gewünschte Geschwindigkeit, stellen den gewünschten Abstand ein und haben die Möglichkeit, den aktiven Lenkassistent zu aktivieren. Falls gewünscht, stellen wir auf den Limiter um. Rechts am Lenkrad haben Sie die Möglichkeit für die Aktivierung der Spracherkennung oder bei einem verbundenen Telefon abzunehmen oder den Anruf wegzudrücken oder aufzulegen. Direkt oberhalb davon finden Sie die benötigten Knöpfe, um durchs Menü von Ihrem Anzeigeinstrument zu navigieren. Das Ein- und Ausschalten vom Lane Keep Assist, also dem Spurhalteassistent, funktioniert ganz einfach über den Blinkerwählhebel. Rechts hinter dem Lenkrad finden Sie alle Bedienungen für den Scheibenwischer vorne sowie auch hinten. Sollten Sie sich in einer Notsituation befinden und Ihr Telefon ist mit dem Fahrzeug verbunden, so haben Sie die Möglichkeit, über den Knopf über dem Rückspiegel einen Notruf abzusetzen. Zum Motorhauben öffnen, im Fussraum vom Fahrer zweimal am entsprechenden Hebel ziehen, sodass sich die Haube entriegelt. Anschliessend die Haube lupfen und entsprechend sichern. Im Motorraum haben Sie die Möglichkeit, Scheibenwaschwasser zu kontrollieren und nachzufüllen, Kühlwasser zu kontrollieren
sowie Öl zu kontrollieren und nachzufüllen. Zum Tanken ganz einfach bei geöffnetem Fahrzeug auf den Tankdeckel drücken. Dank Ford EasyFuel kann direkt ohne weitere Verschlusskappe getankt werden. Direkt neben der Möglichkeit für Diesel zu tanken, finden Sie die Möglichkeit, Ihren AdBlue nachzufüllen. Einfach den Deckel aufdrehen, die benötigte Menge nachfüllen und im Anschluss den Deckel wieder aufsetzen und zudrehen. So lange zudrehen, bis ein klickendes Geräusch zu vernehmen ist. Zum Schluss den Tankdeckel ganz einfach zuklappen und arretieren lassen.